und herzlich willkommen zu einer Demo, die ich heute spielen darf. My Father Lied. Oder übersetzt Vaters Lügen. Es ist aktuell noch eine Demo, aber ich freue mich schon sehr darauf, wenn das Spiel rauskommen wird. Es steht jetzt schon fest, dass es in unterschiedlichen Sprachen bzw. Untertiteln erscheinen wird. Und ja, ich habe nur aktuell ein bisschen das Problem, dass mich gerade die Musik hier richtig anschreit im Menü. Ich hoffe, dass sich das gleich ein bisschen geben wird, sobald wir ins Spiel reingehen. Ihr hört jetzt gerade nichts von der Musik. Ich habe sie jetzt absichtlich gemutet, damit man meine Sprache jetzt besser hört. Und ja, ich werde nicht mehr dazu sagen, außer ich freue mich schon sehr drauf und wir legen einfach los. Also ich habe jetzt mal über OBS das Ganze auf die Hälfte runtergepegelt. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt gut hören könnt. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um dich umzusehen. Nutze die Pfeile, um dich zu bewegen. Okay. Achso, zum Schließen hier klicken. Wir sind in einem Stollen, so wie das aussieht. Warum gibt es hier einen Tunnel? Das ist eine gute Frage. Die nächste Frage wäre, wo sind wir? Aber es ist ja die Demo, ich meine. Okay, es sieht sehr dunkel aus. Klicke auf die Lupe, um Gegenstände genauer zu untersuchen. Es sieht wirklich nach so einer alten Bunkertür aus, ne? Ja, natürlich. Es wäre auch zu einfach, in ein Rätselspiel einfach durch die erste Tür gehen zu können. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Klicke auf das Türsymbol, um sie zu benutzen. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht mein Vater, der hier so attentatsmäßig, glaube ich, hängt. Achso, okay. Also linke Maustaste gedrückt halten, dann können wir uns umsehen. Ach, naja, okay, nicht attentatsmäßig, sondern es scheint Selbstmord gewesen zu sein. Wobei das ja nichts heißt in der heutigen Zeit. Klicke auf das, ja, ich sollte weniger reden. Das könnte ich gebrauchen. Was? Muss ich mich hier wehren? Ist das ein Ballerspiel? Ich dachte, das ist ein Rätselspiel. Hilfe. Okay, also es gibt drei, ja, Spinde, so wie es aussieht. Und den einen scheint ein Kopf von jemandem zu sein, wenn ich das richtig hier übersetze. Achso. Kadim Spin steht rechts, Samias in der Mitte, Leonardo da Vinci dreht sich im Grabe um. Ist das der Kopf, den wir suchen? Wo meine Liebe ist, als Samia geboren wurde. Zweimal. In Kadims Spin etwas? Okay, Kadims Spin steht auf jeden Fall rechts. Da sollte theoretisch der Kopf sein, oder? Eine Zeichnung von einem offenen... Nee, einen offenen Safe mit einem Schädel drin. Ach so. Okay, aber im rechten sollte was sein, wenn ich das richtig verstehe. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Natürlich. Warum auch nicht? Klicke auf den Notizblock, um deine Notizen zu lesen. Mache ich? Kann ich nicht. Oder ist... Ach so, das ist jetzt nur... Klicke auf das Rucksacksymbol, um dein Inventar zu öffnen. Klicke zum Schließen erneut auf die Symbole. Okay, wo meine Liebe ist, als Samir geboren wurde, zweimal. Also es ist der ganze Text, den wir eben gesehen haben. Und wir haben eine Waffe. Ich hoffe, wir müssen uns am Ende nicht selber erschießen. Selbstmord. Also, anhand der liegenden Position, er ist dann wohl nach hinten gekippt. Der Blutfleck sieht ein bisschen komisch aus. Wenn es Selbstmord wäre, dann hätte er von unten durchschießen müssen. Also beispielsweise hätte er Mund offen haben müssen, was er jetzt nicht mehr hat. Oder er hat von unten tatsächlich so halsmäßig hochgeschossen, aber dann würde hier etwa das Blut hängen. Und es würde viel weiter, also
die Spritzer müssten außen sein. Ja, jetzt komme ich wieder mit meinem Halbwissen über Pathologie an, ich weiß. Aber es ist tatsächlich so, da müssten halt Spritzer vorhanden sein. Das sieht eher aus, als ob da einer so ein Farbklecks hingemacht hat. Das kann jetzt natürlich einfach dem Spiel geschuldet sein, dass das jetzt so aussehen soll. Das kann aber auch bedeuten, dass es kein Selbstmord ist. Ich weiß es ja noch nicht. Gut, dass ich an so etwas gewöhnt bin. Wieso ist die an so etwas gewöhnt? Wie alt ist die? Wer ist die? Warum ist die daran gewöhnt, Leichen zu sehen? Das würde ich jetzt gerne wissen. Oder hinten hängen auch Waffen, okay. Moment, hier können wir auch noch drauf gucken. An meine Frau. Hieber, hieber, hint oder so. Also es ist durchgestrichen. Meine Erinnerungen verblassen. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich verheiratet war. Aber dein Bild in meiner Tasche und dein Brief vor meiner Stationierung waren die einzigen Dinge, die vor der Außenwelt übrig geblieben sind. Mach dir keine Sorgen. Wir werden die Eindringlinge besiegen. Unsere Wissenschaftler und Führer arbeiten hart. Aber ich erinnere mich nicht, was sie tun, was sie mir gesagt haben oder ob sie mir überhaupt etwas gesagt haben, außer dass ich den Ort vor Eindringlingen schützen soll. Ich habe mich hier isoliert, weil ich mich an die beiden Offiziere, die bei mir waren, nicht erinnere. Aber ich habe auch ein Bild von mir mit ihnen. Etwas hat mich vergessen lassen. Vielleicht ist es das Ding, an dem sie arbeiten, was auch immer es ist. Ich bin bereit, mich zu opfern. Verzeih mir, wenn meine Nachricht kurz ist. Ich habe starke Kopfschmerzen. Ja, der hat jetzt sich auch einen Kopf weggepustet. Nein, das habe ich nicht gesagt. Jeden Tag wird es schlimmer und ich kann es nicht ertragen, als ob etwas von innen drückt. Das nennt man Migräne. Es könnte aber natürlich auch ein Chip im Kopf sein. Ich weiß ja nicht, zu welchem Zeitpunkt das Ganze spielt. Ich hoffe, einen Weg zu finden, um die Kopfschmerzen zu stoppen. Mit Liebe, Adele. Okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Adele die Person ist, die jetzt hier sitzt und sich vielleicht aufgrund der ständigen Schmerzen oder vielleicht einer anderen Erkenntnis tatsächlich in den Kopf geschossen hat. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ich meine, ich weiß ja jetzt gar nicht, worum es geht. Dann könnte es theoretischerweise etwas damit zu tun haben, dass er zum Beispiel etwas im Kopf operiert hat. Wie jetzt zum Beispiel so ein Chip. Also es gibt ja diese Militärchips, womit sie seit Jahrzehnten, glaube ich jetzt mittlerweile, versuchen, die Soldaten quasi gefühlslos zu machen. Also dass die weniger Schmerzen haben und länger wach sein können und so weiter. Googelt gerne mal, also darüber gab es zumindest damals, wo das bekannt war, sehr viel im Internet. Oder es ist etwas, was von außen Druck auf den Kopf ausübt und er deswegen, ja, ich sag mal, so eine Art Migräne hat. Also ich hoffe, es ist ein eher Adele. Ich bin da jetzt nicht so, ist ein ausländischer Name, ich bin da jetzt nicht so bewandt mit, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Verzeiht mir, wenn es kein Mann ist. Kann man hier nochmal? Nee, kann man nicht mehr draufklicken. Okay. Ich dachte jetzt nur, weil hier sieht das aus wie ein Mann. Kadim, ein enger Freund, starker Raucher, ist auf dem Foto im Dezember geboren. Samir hat ihn kürzlich kennengelernt. Ach, das sind die beiden, von denen er gesprochen hat, oder? Verliert ständig sein Handy. Das könnte meine Freundin sein. Stellt viele Fragen, hat im Juli Geburtstag. Das wiederum könnte meine Tochter sein. Die hat wirklich im Juli Geburtstag. Vergiss nie, wer du bist. Adal ist wieder durchgestrichen. Adele. Ach so, Adele ist der Nachname. Oder? Oder hat er vorher Adal schreiben wollen? Aber das ist falsch. Und er hat sich Adele genannt. Das kann natürlich auch sein. Ist jetzt alles noch ein bisschen mysteriös, muss ich sagen. Kann ich jetzt nicht sofort so rübergehen. Da muss ich jetzt erstmal hier gucken. Also es ist für mich jetzt ehrlich gesagt schon unheimlich interessant, obwohl ich noch null rausbekommen habe, worum es geht. TK oder wie auch immer man es ausspricht, ist mit so einem Herzchen eingekreist. Eine Karte des Iraks, meines Landes. Okay. Aber viel kann man, also es kann bedeuten, dass hier seine Frau wohnt, wegen dem Herzchen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist jetzt nur eine Vermutung. Da können wir nicht direkt draufklicken, ne? Wir müssen erstmal, nee, wir wollen jetzt,
Toll. Im rechten ist was drin, aber den rechten können wir nicht anklicken, oder wie? Okay. Abgeschlossen. Natürlich. Warum sollte es auch so einfach sein? Und die anderen können wir gar nicht erst anklicken. Aber ich dachte, den rechten sollen wir untersuchen. Okay. Das ist keins der Gewehre von Resident Evil. Aber sie hängen auch an der Wand. Hier scheint etwas zu fehlen. Ja, genau, hier unten, stimmt. Aber es sieht nicht nach einem Gewehr aus, weil sonst wäre das zu lang. Vielleicht die Pistole, die ich jetzt in der Hand habe, gehe ich stark davon aus. Okay. Hier hat er anscheinend geschlafen. Aber schon lange nicht mehr sauber gemacht, weil da oben, ne, Spinnweben und so weiter. Oh, da ist der Safe. Wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Moment. Da kann ich rausgehen. Da. Da ist der Safe. Natürlich braucht man eine Kombination. Warum auch nicht? Achso, ich habe vergessen, Zettel rauszulegen. Fällt mir gerade ein. So, aber griffbereit habe ich sie natürlich immer. Also eine Kombination von 4 Zahlen. Denke mal, dass es noch andere Räume gibt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet eben. Noch nicht. Nein, tu mir das nicht an. Ich habe doch... Oder? 10, 12 vielleicht? Ich weiß nicht, welche Zahl... die 11 ist oben. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hat das Land gar keine Zahl? Also es könnte sein, dass das 10, 12 ist, weil der das so eingekreist hat. Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwas mit dem Geburtsdatum zu tun hat. War das jetzt hier? Moment. Das kann ich doch... Moment, jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Kann ich das nicht auch bei meinen Notizen sehen? Nee, da steht nur das drin. Da steht nichts anderes mehr drin. Okay. Dann gucken wir nochmal eben. Heint. Heint. Heißt das vielleicht, man soll sich verstecken? Ich bin mir nicht sicher. Das war aber nicht der Brief, den ich jetzt meinte, sondern da stand nur Juli. Dezember und Juli. Das könnte natürlich heißen, im Dezember geboren, die 12, habe ihn kürzlich kennengelernt, ist im Juli geboren, also 07. Ich schreibe mir das jetzt einfach mal auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was damit zu tun hat. Wir probieren es einfach mal aus, weil offenbar müssen wir ja irgendwo den Hinweis hier im Raum finden. Also, ach so, 10. Ah, wir haben gar keine 0. Wenn wir die Quersumme nehmen. Die Quersumme wäre dann 4. 4 und 10 wäre 14. Ja, das bringt uns auch nicht viel. Ne? Vielleicht hat er einen ganz einfachen Code eingegeben. Aber es ist auf jeden Fall ein vierstelliger Code. Woher soll ich denn rausfinden? Ist irgendwas, kann man das untersuchen? Auch nicht. Ist hier irgendwas an den Wänden vielleicht? Also ich denke immer noch, es hat was damit zu tun mit der Karte. Aber so wirklich viel kann man ja jetzt hier auch nicht draus sehen. Also die 1 ist da, die 2, die 3 würde fehlen. Wenn ich jetzt die Quersumme nehme plus die 3, das wäre zu kompliziert, oder? Also die 3 fehlt auf jeden Fall, weil wir haben 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also die 3 würde auf jeden Fall fehlen. Die 3.
Dann wäre jetzt die Frage, ob das vielleicht was damit zu tun hat. 1273 oder 1123. Ich denke zu kompliziert, oder? Ich gehe wirklich davon aus, dass ich viel zu kompliziert denke. Das war hier nochmal der Hinweis, wo meine Liebe ist. Als, Moment, ach so, als Samir geboren wurde. Wer war jetzt von beiden Samir? Ach, ich bin so blöd, es ist viel einfacher, als ich dachte, oder? Moment. Samir. Samir ist im Juli geboren. Also die Liebe ist in der 3, nehme ich mal an. Der ist 7 geboren. Und was war das andere mit dem Grab umdrehen? In Kadims Spind etwas. Achso, Samir geboren zweimal. Zweimal. In Kadims Spind. Ja, aber da muss ich doch an den Spind ran. Aber das kann ich nicht. Das war hier unten, oder? Was ich jetzt nachlesen möchte. Kadims Spind steht rechts. Das hatte ich jetzt im Kopf. Leonardo da Vinci dreht sich im Grabe um. Vielleicht hat das ja auch noch eine Bewandtnis, aber eine Zeichnung von einem offenen Safe mit einem Schädel drin. Ja, hätte ich eigentlich auch drauf kommen müssen, als ich das hier schon gelesen hatte, oder? Heißt das jetzt, Samirs Spind ist der dritte? Und da sind noch drei Fragezeichen? Oder heißt das, wir müssen irgendwas in dem Spind finden? Weil wir kamen ja nicht dazu, dass wir den anklicken konnten. Ah nee, Moment, das ist eine. Ist das ein 6 oder eine 9? Ich schreibe mal 6 oder 9 rein. Haha, haha. Ich glaube, ich bin doch nicht ganz so doof, wie ich dachte heute. Ich muss dazu sagen, es tut mir leid. Ich bin eben erst aufgestanden. Ich habe noch keinen Kaffee. Na gut, 2 Schluck Kaffee ungefähr habe ich intus. Und bin eigentlich noch gar nicht wach, aber ich wollte trotzdem dieses Spiel beginnen, weil ich mich da so drauf gefreut habe, dass ich gehofft habe, dass ich das zum Schlaf machen kann, was wohl ein Fehler war. 377. 6 ist falscher Code. Dann ist es vielleicht ein 9 gewesen. 3779. Oh, danke, danke, danke. Gegenstand im Rückstand. Im Rücksack verstaut. Okay. Wir haben diese. Ah, okay. Das können wir aufhängen, das ist klar. Die Pistole vielleicht dann auch. Aber wozu brauchen wir das? Das ist jetzt die Frage. Das werden wir hoffentlich beantworten können. Ach so, hat er automatisch gemacht. Perfekt. Das macht er auch automatisch. Noch besser. Und wir haben noch ein Ventil. Hallo? Warum hat die Musik jetzt aufgehört? Ich glaube, ich kann das Tor draußen öffnen. Darf ich jetzt raus? Oh, danke. Danke. Aber mir macht das ein bisschen Angst, dass die Musik jetzt weg ist. Hallo? Kann man sich hier draußen eigentlich auch umsehen? Da bin ich reingekommen. Da war nichts. Die Kabel oder so sind jetzt auch nicht irgendwie von. Okay. Finde ich gut, dass der das automatisch macht, bevor man jetzt hier überall draufklicken muss. Oh. Die Musik setzt wieder ein. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, wir haben hier noch mehr Leichen. Sind das jetzt Samuel und ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem anderen. Der hat. Hat er einen Zünder in der Hand? Also in der Hand nicht mehr. Nee, ach, Telefon. Das ist der, der immer sein Telefon verliert. Aber ich habe leider den Namen vergessen. Es tut mir leid. Aber der hat auch einen Schlüssel dabei. Sehr schön. Es wäre schön, wenn man das Ganze mit normalen deutschen Nummern hätte. Oder soll das irgendein Rätsel sein? Null ist Leertaste. Das ist aber kein Rätsel, das ist normal, oder? Ach so, das ist die Übersetzung. Das ist wahrscheinlich das Original und das hier unten ist die deutsche Übersetzung der Buchstaben, nehme ich an.
was das hier für ein Zeichen ist. Ich kenne das. Also sieht aus wie eine Brille, aber ich kenne das, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß aber nicht, ob es wichtig ist, muss ich dazu sagen. Gegenstand im Rucksack verstaut. Kann ich mir aber nicht angucken. Das ist gut. Ach nee, Moment, das war hier der Key. Ach, Entschuldigung. Okay, kann man da eigentlich draufklicken? Nee. Okay, also, das ist der, der immer sein... Stand das hier noch drin? Nein, die Notizen sind weg. Jetzt werde ich nie seinen Namen erfahren. Ich muss mir mein Video nochmal angucken. Ich hätte mir die Namen aufschreiben sollen. Hier ist nochmal ein Zugang mit einem Code. Es sieht aus wie so ein Garagentor. Wird das aufgesprengt oder... Achso, von hier aus kann man gucken. Also ich könnte hier theoretisch kein Strom. Okay. Theoretisch Code eingeben, wenn ich Strom hätte. Alter, ich habe gerade gedacht, das ist eine Tarantel. Oh, das wäre aber ziemlich groß. Kann da irgendwas mit machen? Ja, ja. Das hatte ich gehofft. Aber, ach so, jetzt. Auf ein neues. Ah, das ist so ein Benzingenerator oder so. Also das ist, damit der Motor startet, ne? Okay. Aber welchen Code soll ich eingeben? Das ist jetzt die Frage. Moment, jetzt kann ich... Konnte ich den vorher auch schon angucken? Das sind Sie, oder? Das sind doch Brüste, oder? Armer Kerl. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Mehr kann ich nicht. Es waren aber auch zwei Männernamen, oder? Mein Gedächtnis ist so kurz, ganz ehrlich. Gerade heute, gerade ohne Kaffee. Aber irgendwas muss das doch... Ich habe einen Schlüssel. Ach so, Schlüssel. Da war doch diese eine Schublade, die ich noch nicht öffnen konnte. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ha! Mein Gedächtnis funktioniert noch, auch wenn es noch keinen Kaffee-Intus hat. Samir, du Depp, dein Passwort ist Greg Old. Ich weiß nicht, ob es geändert worden ist zwischendurch, aber wir schreiben das mal auf. Greg Old. Greg Old, das sind Zahlen, oder? Vierstelliger Zahlencode könnte das sein. Ich meine, das kann auch ein Name sein, aber ich nehme an, dass das ein vierstelliger Zahlencode ist. So, gemäß meiner inneren Logik müssten wir jetzt theoretisch mit dem Hinweis und eventuell mit dem Handy herausfinden, was das ist. Wenn ich jetzt von Greg Old ausgehe, dann wäre das eine 4, eine 7, eine 3 und eine 4. Nee, Moment, mit C geschrieben. Eine 2. Und ich mache das andere jetzt auch mal eben noch. Das wäre dann eine 6, eine 5 und ein D war das. Und eine 3. Okay. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber es muss irgendwie damit zu tun haben, gehe ich mal von aus. Ich weiß halt nicht, wie lang dieser Code ist. Also 4, achso, können wir gar nicht. 4, 7, 3, 2. 6, 5, 3 würde danach noch kommen. 6, 5, 3. Und alles mit 3 Schluck Kaffee. Ja! Kann ich da rein? Okay. Okay, okay. Ich will mich aber erstmal umsehen. Wo bin ich? Achso, ich stehe quasi direkt hier vorne. Okay. Was haben wir hier? Was ist das für ein Ort? Das ist eine gute Frage. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Also,
Ja, nichts einfacher als das. Diese Tür ist nur durch vier weitere Codes versperrt. Okay. Zutritt nur für Mitarbeiter. Was geht hier vor sich? Ja, ich bin doch ein Mitarbeiter. Das ist doch klar. Die ist zugenagelt. Nee, das ist kein Computer, ne? Ein Brief aus Deutschland, datiert 1575. Ach du Schande. Okay, also wir sind anscheinend in der Vergangenheit, vermute ich mal. Oder zumindest haben die Leute in der Vergangenheit gelebt. Lieber Leonard, ich wurde durch die beiden Exporteure in Tripolis darüber informiert, dass du Bagdad verlassen hast, um Patienten in einem Dorf im Süden zu behandeln. Sie sagen, du hast sie mit entstellter Haut und wirr halluzinierend vorgefunden. Ich weiß, dass du edel sein möchtest, aber was sie mir beschrieben, ist reine Zeitverschwendung. Was du dort vorfindest, könnte eine Art von Pest sein, gegen die du nichts tun kannst. Aber du kannst immer noch das tun, wofür ich dich geschickt habe: Kräuter und Medikamente für unsere Unternehmen zu finden. Ich flehe dich an, nach Bagdad und Mosul zurückzukehren, denn du wirst nicht in der Lage sein, das zu heilen, was sie dort, wie mir unsere Freunde in Tripolis gesagt haben, den Fluch der alten Herren des Landes nennen. Der Norden ist sicherer für dich als der Süden im Königreich der Osmanen. Dein aufrichtiger Freund Melchior, Direktor der Manelik Pharmaceutical Company. Damit ich auch weiterhin noch gut nachdenken kann, musste ich gerade mal eben einen Schluck trinken. So. Gut. Was ist denn das Ding in der Mitte? Da kommen wir gar nicht hin. Also zumindest nicht von hier aus. Ah, von hier aus schon. Übersetzung bitte. Obelisk, gefunden 1865 in Ninive, 825 vor Christus. Übersetzung 1. Salmanasser der Dritte. Oder Salmanasser 3, ich weiß nicht. 2, großer König, starker König, König der Welt, König von Assyrien, König der Länder. 3, Erbauer des Palastes von Kala. 4, Erbe von Assurnasirpal 2. Oder der Z Erbe von, also der Zweite, vermute ich mal. 5, er ist ich, nachdem ich wörtlich im Geiste getragen das Leiden unserer arabischen Verbündeten bedacht habe, eroberte Salmanasar der Dritte. Ich bin es, das Übel von Ira begrub. Also das scheint so eine Übersetzung auch zu sein. Seine Wirkung heilte seine Opfer. Ja, seine Wirkung heilte, aber es kann auch seine Opfer bedeuten. Ira, der Gott der Pest, wirklich der ansteckende Fluch, war unter dem Meer der Vergangenheit. Aber Meer der Vergangenheit sollte es sein, ne? Also das Wort kann man vielleicht nicht ganz übersetzen. Verborgen, ist jetzt unter dem Sand der Gegenwart verborgen. Starb an Erstickung, wörtlich ohne Luft. Ach so, wörtlich ohne Luft. Und die haben daraus Erstickung gemacht, verstehe. Ein Zeugnis für die Macht von Salmanasar der Dritte und ein Zeugnis für die Freundschaft von Salmanasar der Dritte, der ich bin, und die Freundschaft des Königs von Al-Araibi, der Jundub, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, ist. Sein Name ist Jundub, arabisch für Heuschrecke. Wer nicht bezeugt, also glaubt, oder meinen Obelisken verändert oder meinen Namen zerstört, seinen Namen schreibt, ihn mit Schmutz begräbt oder ihn mit Wasser bewirft, möge der Gott ihn Inlil Adad und der König des Landes seine Nachkommen ausreißen. Bitte was? Möge er und seine Arme nicht vor dem König gegenüberstehen. Möge der Gott Nergal seine Schätze und die Schätze seines Landes ergreifen. Durch fegende Kraft. Das könnte jetzt vielleicht auch ein Sturm sein.
vermute ich mal. Möge die Göttin Ishtar, die Herrin des Kampfes, seine Waffen und die Waffen seiner Armee wegfegen. Möge der Gott Assur, mein persönlicher Gott, ihm für immer in böser Absicht auflauern. Ja. Hinweis: dieser Obelisk könnte einer der ältesten historischen Aufzeichnungen von Menschen sein, die als Araber bezeichnet werden. Okay. Aber sehr kriegerisch zu lesen. Aber gut, diese ganzen... Ein assyrischer Obelisk, wie ist der hierher gekommen? Ich würde mal behaupten, von Menschenhand wahrscheinlich getragen. Oder beziehungsweise hingebracht. Aber so diese ganze Göttersache, egal um welche Religion es sich handelt, ist ja auch sehr oft so mit, mit viel Gewalt unter anderem auch übersetzt worden. Also auch bei den Katholiken, ne? Die sind ganz besonders schlimm. Also, ne? Soll sich keiner angesprochen fühlen, der jetzt katholisch ist oder so. Aber ich habe die Bibel damals gelesen. Ich weiß, wovon ich rede. Miss Gertrude Bell, Abenteurerin, Forscherin, Archäologin, Spionin. Oh, sie zog die irakischen Grenzen. Sie wurde am 14. Juli 1968 in eine wohlhabende Familie in Washington, New Hull, England geboren. Heutzutage bekannt als Dame Margaret. Sie starb am 12. Juli 1926 an einer Überdosis Schlaftabletten. Vielleicht war es Selbstmord. Ja, kann man nie wissen. Oder Mord? Also das ist, ja... So, wir schreiben auf 14.07.1868 geboren und starb am 12. Oh, auch 7. Zwei Tage vor ihrem Geburtstag. Oh, ist mir eben gar nicht aufgefallen beim Lesen. 1926. Dame Margaret. Hat das mit dem Namen irgendwas zu tun? Und warum ist das hier unten rot geschrieben? Das steht hier nicht als rot drin. Also oder Mord ist wahrscheinlich das, was rot geschrieben ist. Das ist Gertrude Bell. Okay. Das sind aber insgesamt 3, 4, 5, 6 Stück. Und wir brauchen... Ach, das ist jetzt genau dahinter. Wir brauchen, glaube ich, 4, oder? Schauen wir mal. Mesopotamien 3500 vor Christus. Mesopotamien 2500 vor Christus. Ah, es wurde immer kleiner. Okay. Wahrscheinlich kriegerisch überfallen worden oder so. Da kann ich durch. Das ist aber nicht der Weg, wo ich reingekommen bin. Das war da hinten, genau. Ja, wie erwartet abgeschlossen. Ich hatte mich schon gewundert. So, Mesopotamien 1500 vor Christus. Oder geht es nur um diese hier? 1000 vor Christus. Das war, als sich die beiden Flüsse zum ersten Mal vereinigten und einen einzigen Fluss bildeten. Den ich ganz nicht mehr lesen. Hallo? Nein. Jetzt darf ich das nicht mehr lesen. Also hier ist auf jeden Fall ein Pfeil. Aber ich darf es nicht mehr lesen. 1500. Den Shatt al-Arab. Wieso darf ich da nicht draufdrücken, wenn ich aufs andere nicht draufgedrückt habe? Okay, 1500 wäre das zweite. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Ich gucke jetzt noch mal kurz. Der müsste das theoretisch 2500 und 3500, okay. 2500, 3500. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den Codes zu tun hat, aber ich schreibe es mir lieber vorher auf. Bevor ich da jetzt wieder lange suchen muss. Diese Notizen ebneten den Weg für die Ereignisse, die unser Land retten und seinen Volk Frieden garantieren werden. Aus den Memoiren von Francis Chesney während seiner Reisen auf der Euphratstraße.
Nie von ihm gelesen. Ja, toll. Aber hier gibt es keine Daten zu. Was ist das hier unten? Das kann man sich gar nicht angucken. Gucken wir hier nochmal kurz. Ja, das waren vier. Und die vier werden wahrscheinlich hier das fünfte. Nee, Moment, nicht das fünfte öffnen. Da ist was Grünes dran. Ich probiere jetzt einfach mal spaßeshalber. Ah, nee, die haben keine Null drin. Nein! Okay, wir schauen noch mal ein bisschen weiter. Wir schauen noch ein bisschen weiter. Da hinten konnte ich. Das mit dem Obelisk habe ich jetzt nichts von aufgeschrieben, ne? Das war jetzt nicht so clever. Oh, Moment, da konnten wir eben gar nicht drauf. Die Artefakte, die den unteren Regalen stammen aus den. Aus der assyrischen Zeit, aber die oberen erkenne ich nicht. Woher stammen sie? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Wir haben die Frau, da waren Daten drin. Die können wir ausprobieren. Vielleicht. Ah, nee, da ist keine Null drin. Das heißt, wenn wir keine Null benutzen können. Da ist ein Hinweis, oder? Melchior Chensey Bell, Obelisk und Chatal Arab. Vielen Dank für Ihren Rat. Wir werden ihn nicht vergessen. Okay. Also im Moment sagt es mir noch nichts. Also Melchior. Chesney, was habe ich eben gesagt? Chensey oder so, ne? Chesney. Und Bell. Ich nehme an, das sollen jetzt alles Namen sein. Okay. Ich male das auch mal vorsichtshalber ab. Wahrscheinlich hat das eh keine Bedeutung. Und dann Obelisk. Und Chat al-Arab. Das habe ich eben irgendwo gelesen. War das nicht am Obelisk? Dr. Lu. Ja, wäre schön gewesen, das am Anfang zu lesen. Brief datiert. Das war alles das Alte. So, datiert 1575. Schreibe ich trotzdem mal mit auf. Da stand aber nichts von. Nee, da stand das nur mit diesen Waren. Also diesen komischen Patienten da. So, Moment. Also, Obelisk steht nichts drin. Der Obelisk wurde gefunden 1865. 1865. Das könnte der erste Code sein. Und Chat al-Arab. War das nicht dieser Fluss? Übersetzung 1, 2, 3, 4, 5. Aber das ist so 2, 3, 4, 5. Das würde jetzt passen. Zwei, drei, vier, fünf. Das würde passen, aber die Reihenfolge hintereinander ist halt komisch. Ich gucke jetzt gerade. Melchior Chesney. Melchior Chesney. Ob die da mit drin standen. Aber die Namen habe ich, glaube ich, eben nicht gelesen, oder? Freundschaft des Königs von Al-Araibi. Ach so, nee, das war jetzt was anderes. Und Bell war noch dabei. Aber die Namen, also zumindest beim Überfliegen, sehe ich hier nicht. Was war mit ihr? Wie hieß sie nochmal? Ach, Gertrude Bell. Ah, Moment, Gertrude Bell.
Also ich nehme an, es geht um die Jahre. Das heißt, Bell wäre dann 1868. Vermute ich jetzt mal. Okay. Da komme ich nur zu den Flüssen und da hat er mir, glaube ich, kein Ja gesagt, oder? Da sind nur die Jahre drin. Hier ist ein Kreis und da wird das nämlich auch mit Shat al-Rab gesagt. Aber da steht nur 1000 vor Christus. 1000 vor Christus. Aber ich kann kein 1000 eingeben. Und 1000 werden das dann. Oder muss ich da eine 2 machen? Also statt 1865 dann 2865. Das könnte vielleicht sein. Ich denke wieder zu kompliziert, oder? Francis Chesney. Chesney wäre der zweite Name. Aber hier steht nichts. Hier steht kein... Während seiner Reisen auf der Euphratstraße. Euphratstraße. Die ist aber auch nicht bei dem Obelisken erwähnt worden. Soweit ich mich erinnern kann. Euphratstraße. Oder? Also ich gucke jetzt gerade mal, ich versuche es zu überfliegen, sagen wir es mal so. Aber ich sehe nichts von Euphratstraße. Erbauer des Palastes. Das Übel seiner Opfererstickung. Artefakte. Woher stammen sie? Vielleicht stammen sie aus der Euphratstraße, aber da kann ich ja nichts gucken. Habe ich hier noch irgendwas? Moment. Ach so, Bell tot. Moment. Der Tod wäre 1926. Das habe ich mir aufgeschrieben. So, Obelisk hätte ich dann die 1865, eventuell auch 2865. Aber Melchior, wo kriege ich Melchior her? Hm. Melchior, muss ich das draußen suchen eventuell? Brief aus Deutschland. Ach, Melchior. Ach, ich bin so dämlich. Oh. Das wäre dann 1575. Das wäre dann der erste. Chesney. Ach so, wer weiß. Chesney, Moment, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Nee, bei Chesney stand nichts drin, oder? Bei Chesney, da haben wir das mit der Straße. Aber die Straße... Woher soll ich das mit der Straße rausfinden? Es war doch der da hinten. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Francis Chesney, nie von ihm gelesen. Aus den Memoiren von Francis Chesney während seiner Reisen auf der Euphratstraße. Aber die Euphratstraße wird nirgendwo erwähnt. Und hier kann ich auch nicht reinklicken oder so.
1500. Also Nuller kann ich ja eh nicht schreiben. Jetzt habe ich vermutlich alles herausgefunden. Bis auf diese blöde Euphratstraße. Ich denke nicht, dass ich wieder rausging. Ah nee, ich kann auch gar nicht rausgehen. Ich bin hier drin gefangen. Oh nein. Ist das ein Obelisk? Kann ich mir den von anderen Seiten vielleicht noch angucken? Ich meine, das ist jetzt die Seite. Das sind halt die beiden Sachen, die ich sonst auch sehe. Kann ich mir aber nicht von anderen Seiten noch angucken. Also wir machen erstmal 15,75. Ist das falsch? Hä? ?15,75 ist falsch? Oder müssen wir mit den Obelisken anfangen? Der Obelisk wäre dann entweder 18,65. Nee, da sagt sie direkt von vorne anfangen. Oder muss ich die alle hier oben eingeben? Moment, 15,75. Aber das heißt doch für mich eigentlich, dass das falsch ist. Also dieses Geräusch. Weil dann, wenn ich das andere eingebe, sagt die erste, dass ich nochmal von vorne anfangen soll. Ich muss irgendwie die Sache mit dem Chesney klären. Aber ich weiß nicht wie. Hä? Wieso kann ich jetzt da draufklicken? Seite 1. Heute ist der 12. März im Jahr des Herrn 1865. Das schreibe ich mal auf. Also er ist 1865. Wir kommen an Bord des Schiffes George Canning mit allen Materialien an, die wir brauchen, um unsere Dampfboote für unsere Expedition entlang des Euphrat, das war die Euphratstraße, oder? Zu bauen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben werden, aber ich glaube, dass wir eine neue Routine finden werden, die uns durch diesen Wasserweg von Anatolien nach Indien führt, ohne die Mühe, die südliche Küste Afrikas zu überqueren. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Land von König Wilhelm IV. Vor der russischen Expansion sicher bleibt und jede Bedrohung für die britische Herrschaft in Indien verhindert wird. Seite 2. Mit dem Segen unseres Verbündeten, dem Sultan, und nach einem Jahr der Vorbereitung begannen wir unsere Reise von Anatolien aus am 16. März, dem Tag unserer Geburt. Unser Ziel ist es, diesen Tag mit dem Erfolg unserer Expedition zu verewigen und dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht vergessen, wer den kürzesten Weg nach Indien entdeckt hat. Nein. Moment, das ist Seite 2. Seite 5 und 6, aber da stehen jetzt keine. Kann man dann noch? Nee. Hä? Also wir haben nur Seite 1 und 2. Und dann können wir nur noch links und haben Seite 5 und 6. Wo ist denn 3 und 4? Seite 5. Etwas Seltsames geschah. Aus irgendeinem Grund vergaß ich bei unserer Abfahrt von Anna, schöne Grüße, eines der Besatzungsmitglieder, mein Freund Ainsworth im Hafen. Ja, geil. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Er ist nicht nur mein Freund, sondern auch ein Chirurg und ein Geologe, was bedeutet, dass er, nach mir, einer der wichtigsten Menschen auf dieser Reise ist. Er musste 2 Tage laufen, um uns einzuholen. Ja, super. Seite 6. Ach so, das würde wahrscheinlich bedeuten, dass er schon verwirrt ist, oder? Wir mussten wegen eines Motorschadens am Ufer anhalten. Plötzlich fanden wir uns von halbnackten Menschen umgeben. FKK-Strand. Unser Dolmetscher sprach eine Weile mit ihnen und teilte uns dann mit, dass wir nicht willkommen seien. Ja, wahrscheinlich, weil die angezogen waren. Nein, Spaß am Rande.
Die Menschen erschienen krank zu sein und ihre Gliedmaßen waren sehr klein. Okay, das ist ja nicht schlimm. Als ich unseren Dolmetscher fragte, warum sie uns nicht akzeptierten, sagte er uns nur, dass diese Region verflucht sei. Wer hier zu lange bleibt, dem würde ihrer. Unser Dolmetscher wusste nicht, was dieses Wort bedeutet. Wahrscheinlich eine Göttin oder so. Jahre seines Lebens nehmen. Ja, oder der Fluch. Seine Gesundheit und seinen Verstand rauben. Ich sah einen von ihnen auf eine Missbildung in seinem Gesicht zeigen, aber nicht einmal Ainsworth wusste, was sie verursacht hatte. Wir waren angewidert von dem, was wir sahen. Einige von ihnen erbrachen sogar vor uns. Am Ende sagte uns der Dolmetscher, dass wir den Ort verlassen müssten, sonst könnten wir bald nicht mehr fortgehen, so wie sie. Wir machten uns auf den Weg zum Meer und ich sagte Ainsworth, er solle ändern, was er über diese Leute geschrieben hatte. Er solle nur sagen, dass wir keine kleine Leute in den Sümpfen getroffen hatten. Wir wollten nicht die Unterstützung unseres Finanziers verlieren, von denen die meisten stark abergläubig waren. Ah, okay. Aber wieso bin ich da jetzt reingekommen? Ich komme jetzt wieder nicht rein. Hä? Musste ich einmal einen Fehlcode machen, damit ich dann da draufklicken kann? Komisch. Na gut, okay, aber wir haben hoffentlich alles, was wir brauchen. Das heißt, wir probieren es jetzt nochmal. Wir fangen an mit Melchior. 1575. Dann machen wir weiter mit Chesney. 1865. Oder kann ich hier nach unten gehen? Nee. 1865. Nee, muss ich nochmal von vorne... Wieso muss ich von vorne beginnen? Warum? Warum? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist doch Chesney. Nie von ihm gelesen. Ach, Moment. Ach, ich kann da draufklicken, wenn ich nicht da drin stehe. Nein, doch. Oh. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. 1835. Wie komme ich auf 1865? Was habe ich denn hier für einen Quatsch geschrieben? Also 1835. So. Richtig gedacht, denke ich mal, aber falsch, falsch aufgeschrieben. Hier ist auch kein anderes Jahr, ne? Nee. Okay, dann nochmal. Sorry, Leute. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz wach. Mein Kaffee wird auch kalt. 1575. So, dann das nächste wäre 1835. Ich hoffe, dass ich jetzt alles andere richtig aufgeschrieben habe. Dann wäre das der Tod von Bell. Das müsste dann 1926 sein. So, und das letzte ist jetzt die Frage. Wäre der Obelisk und Shat al-Arab? Shat al-Arab. Geben wir da jetzt die 1865 ein oder die 1000, die wir draufzählen? Ich würde es erstmal mit den 1000 probieren. Also 2865. Oh mein Gott. Okay. Okay, Zeit herauszufinden, welche Geheimnisse sich hier drin verbergen. Da lief doch einer. Früher ließen Menschen sich von Hexendoktoren behandeln. Sie sagten ihnen, dass sie sich von schmutzigen Orten fernhalten sollten, weil dort Dämonen lebten, die zu klein für unsere Augen waren. Sie drangen in den Körper ein und verursachten Krankheiten. Heute nennen wir sie Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Parasiten. Was einst als Fluch und Magie beschuldigt wurde, wird jetzt Wissenschaft genannt. Ich sag nur Kräuterhexen, ne? Danke, dass du meine Demo ausprobiert hast. Die Geheimnisse bleiben verborgen. Fürs Erste. Nein! Ich will das Geheimnis lösen. Ich will nicht, dass es verborgen bleibt. Ich fand's richtig, richtig gut. Auch wenn mir ja der letzte Teil ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat. Weil ich irgendwie zu blöd war, auf das Ding zu drücken. Also ich habe tatsächlich gedacht, wir mussten erst in den Typen, also in diese Ansicht reingehen.
Aber dann konnte man halt nicht alles auswählen. Und ich habe es viel zu spät gecheckt, dass man dann raus konnte. Also, dass man von außen auch noch einmal draufdrücken konnte. Aber wir haben es hinbekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es richtig, richtig gut bisher. Aufgrund dessen, dass das natürlich alles ausländische Namen und so weiter waren, hatte ich vielleicht ein bisschen Probleme mit der Aussprache. Lyncht mich bitte nicht, wenn ich irgendwas falsch ausgesprochen habe. Ich kenne die Namen alle nicht. Und lyncht mich bitte nicht, weil ich vergessen habe, wie die zwei Leute hießen, die mit ja, unserem Vater Fragezeichen da eingesperrt waren. Ich weiß auch noch nicht so genau, worum es geht, aber ich denke mal, da das jetzt nur eine Demo war, dass wir das Ganze dann in der Vollversion herausfinden werden. Ich bin ein bisschen traurig, dass da am Ende stand, die Geheimnisse bleiben verborgen. Ja. Aber fürs Erste hat es noch wieder ein bisschen rausgerissen, weil es ja nichts anderes heißt als spiel die Vollversion und du wirst das Rätsel lösen. Zumindest werde ich das, hoffe ich, dass wir das Rätsel dann lösen werden. Ich fand's bisher sehr, sehr gut. Ich muss dazu sagen, es ist von einem einzelnen Entwickler entstanden. Und folgt gerne den Kanälen, folgt auch gerne meiner Seite. Ich blende euch nochmal im Bild die Seite von meinem Blog ein. Da habe ich auch auf der YouTube-Seite einen Trailer hochgeladen von dieser Demo und habe da nochmal alles verlinkt, was ihr hier unten auch nochmal im Bild seht. Also sprich vom Entwickler die Twitter-Seite, die YouTube-Seite, Homepage, Instagram und so weiter. Wenn euch das Spiel interessiert, kann ich euch wirklich nur empfehlen, folgt den Seiten, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Folgt auch gerne meinem Blog, da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, was das Spiel betrifft. Und so viel kann ich euch auf jeden Fall verraten. Ich werde mir definitiv die Vollversion holen, weil ich will jetzt wissen, was das Ganze auf sich hat. Zum einen das und zum anderen finde ich, ist es eine wirklich klasse Demo gewesen. Also 3 Daumen hoch, wenn ich jetzt noch ein drittes hätte, einen dritten Daumen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Steht ihr auf solche Spiele? Steht ihr generell auf Indie-Spiele? Und wollt ihr mehr davon sehen? Aber wie gesagt, unabhängig davon, also ich bin total begeistert. Ich werde davon auf jeden Fall ein Let's Play hochladen, wenn das Spiel draußen ist. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich diese Demo spielen durfte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.